Hallo Freunde des guten Sounds und willkommen zu diesem neuen Video. Und wie man vielleicht erkennt, sind wir im E36 und da waren wir schon lange nicht mehr. Allerdings geht es heute nicht um den Sound, der hinten rauskommt, sondern um den Sound, der hier innen rauskommt. Ich habe vor einiger Zeit ein Video gemacht, wie ich hier neue Lautsprecher und neues Radio installiert habe. Und das ist ja sehr beliebt gewesen, das Video. Heute kommt quasi Teil 2, weil wir haben ja nur das Radio und die Lautsprecher installiert. Das heißt, die originale Verkabelung, kein Verstärker oder irgendwas. Und das Problem mit dieser ganzen Situation ist so ein bisschen, das Radio kann insgesamt 60 Watt Ausgang. Jeder dieser Lautsprecher hat 130 Watt RMS und irgendwie 80 Watt Dauerhaftleistung. Also ich glaube, man kann sich relativ schnell ausrechnen, das wird nicht funktionieren. Deswegen kommt jetzt Teil 2, ich weiß, 2 Jahre später, aber egal. Und zwar habe ich jetzt den restlichen Kram gekauft, den wir eigentlich nur noch brauchen müssen, um das hier richtig geil zu machen. Und zwar fangen wir mal vorne an. Ich habe hier ein Kabelset für den Verstärker, den ich auch gleich noch zeige. Das ist jetzt einfach so ein 10 mm Quadrat Stromkabel. Einfach einmal Plus, einmal Minus und hier ist auch noch eine Sicherung mit bei. Hier sind auch Cinch-Kabel dabei, aber die sollen wohl sehr schlecht sein, deswegen da habe ich eine andere Lösung. Aber ja, das sind die hier von Crunch. Werde ich auch alles in der Videobeschreibung verlinken, weil das gibt es auch wirklich komplett alles bei Amazon. Also könnt ihr einfach dann reinschauen und das dann auch kaufen. Dann, da das Radio nur 2 Ausgänge hat, also einen nur für links und rechts, haben wir hier solche Cinch Y-Splitter. Also 2 Stück, sodass aus den 2 Kanälen, die das Radio einen Ausgang hat, dann 4 werden. Weil der Verstärker braucht 4 als Input. Auch reingelegt habe ich hier schon solche kleinen Klemmen, die wir dann nutzen, um die Lautsprecherkabel an den Verstärker zu montieren. Die richtigen Klemmen für das Stromkabel, die sind auch schon bei dem Kabelkit dabei gewesen. Die passen auch perfekt auf den Verstärker. Das heißt, da können wir die benutzen und die hatte ich jetzt hier noch rumfliegen aus so einem random Set, was ich vom Baumarkt mal irgendwann gekauft hatte. Ja, und dann haben wir hier noch etwas andere Kabel. Und zwar ist das ein Cinch-Kabel hier von Ground Zero. Von den gleichen Herstellern, von dem jetzt auch die Lautsprecher selbst sind. 5 Meter, ich denke, das sollte reichen. Und das sieht wirklich extrem, extrem gut aus von der Qualität. Wie man sieht, hier ist auch noch so ein kleines Kabel in der Mitte. Also das Remote-Kabel ist hier schon mit eingebaut. Das ist auch praktisch, weil das werde ich auch benutzen hierfür. Und so braucht man das nicht nochmal separat verlegen. Gut, um die Lautsprecher dann selbst allerdings zu betreiben, braucht man natürlich auch noch ein bisschen was. Ich habe überlegt, ob ich die Standardverkabelung benutzen will, aber ich möchte es nicht. Das Ding ist nämlich, in der Tür ist noch ein separater Mitteltöner bzw. Hochtöner. Der ist eigentlich gar nicht angeschlossen. Das Radio hat nur 4 Ausgänge, aber trotzdem wird das Ding mitbetrieben. Das heißt, es werden 6 Lautsprecher betrieben, obwohl das Radio nur 4 Ausgänge hat. Dementsprechend schließe ich mal daraus, dass hier irgendwo in dem System eine Frequenzweiche drin ist und irgendwo quasi das Signal schon aufgesplittet wird. Und das finde ich so ein bisschen sus. Vor allen Dingen, weil die Lautsprecher, die ich jetzt hier eingebaut habe, die haben einen eingebauten Hoch- und Tieftöner. Also die haben eingebauten Frequenzweiche. Das heißt, wenn irgendwo in dem ganzen System hier noch eine Frequenzweiche davor ist, wäre er komplett dumm. Und deswegen klingt das wahrscheinlich auch nicht so gut. Deswegen haben wir hier, das ist echt schwer, so eine riesige Rolle Kupferkabel. Die sind von Kabel direkt. Davon habe ich schon einige Kabel benutzt. Gibt es auch, wie gesagt, bei Amazon. Und das sind reine Kupferkabel. Das sind jetzt hier 20 Meter Länge und das sind 2,5 mm Quadrat. Ja, und das sollte, denke ich, komplett ausreichen für das, was wir hier betreiben. Und dann zu guter Letzt haben wir jetzt hier unten den Verstärker selber. Und der ist ein bisschen schwer so zu halten. Aber wie wir sehen, ist auch von Crunch ein GPX 1000.4. Also für 4 Kanäle, was wir auch haben. Wir haben ja 4 Lautsprecher. Und wie gesagt, den kann man betreiben mit diesen Adaptern, dann mit dem einen Radio. Und hier unten stehen auch drauf, was das Ding alles an Watt unterstützt, bei wie viel Ohm. Und das passt auch ziemlich genau. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, die Lautsprecher sind 3 Ohm. Und hier sind nur Angaben für 4 Ohm und für 2 Ohm. Also bei 4 Ohm schafft der 70 Watt dauerhaft. Bei 2 Ohm schafft der 125 Watt. Und bei 4 Ohm schafft er 140 Watt Maximalleistung und 250 Watt Maximalleistung bei 2 Ohm. Also ja, 3 ist genau in der Mitte, das heißt, sage ich mal, eine Dauerhaftleistung von dann zwischen 70 und 125, passt ja mit den 80, die wir haben, und eine Maximalleistung zwischen 140 und 250, und da passen wir mit den 130 auch rein, das ist sogar noch drunter, also das dürfte kein Problem sein. Mein Plan ist es jetzt, das Ding hier unterm Beifahrersitz zu montieren. Ich weiß nicht, ob das passt. Das wäre mein Plan, weil das ist, glaube ich, so am cleansten. Dann ist das relativ zentral, man muss die Kabel nicht so weit verlegen. Wenn das nicht geht, dann kommt das Ding also hinten unter die Hutablage, so im Kofferraum unten drunter. Dann nimmt sich viel Platz weg und da stört es auch nicht. Aber das werden wir dann gleich einfach mal schauen. Und bevor wir jetzt irgendwie weitermachen,
warum mache ich das jetzt überhaupt noch? Also ich meine, es sollte wohl eigentlich klar sein, dass das Soundsystem nicht so wirklich gut klingt, weil ne, das Radio schafft 60 Watt und ich habe hier mindestens mal 400. Ja, das ist nicht so ganz gut. Also es klingt nicht unbedingt schlecht, also es klingt auf jeden Fall deutlich besser als mit dem originalen Radio, mit den originalen Lautsprechern, aber ja, wenn man auch nur ansatzweise lauter dreht, dann hört man direkt, dass das sehr schnell anfängt so zu schrebbeln. Da ist keine Klangqualität mehr drin. Und vor allen Dingen, wenn man halt gar nicht erst lauter dreht, sondern auch so an sich ist da einfach, da ist keine Fülle hinter. Also der Klang ist so ein bisschen hohl. Und ich denke, das können wir hiermit auf jeden Fall beheben, wenn die Lautsprecher genug Leistung kriegen und sich richtig hoch runter bewegen können. Ich denke, das sollte besser sein. Da bei dem Auto hier gerade allerdings erst ein Reifen geplatzt ist, werde ich erstmal die ganzen Räder vom Z4 hier drauf wechseln und dann fangen wir mit dem Soundsystem an, weil so ist das nicht ganz so geil, wenn jetzt nur ein Rad anders ist. Das habe ich gerade so notfalltechnisch ausgetauscht. Aber gut, das hat jetzt nichts mit dem Video hier zu tun. Was ich allerdings sagen würde, wir hören uns jetzt nochmal einen kleinen Vorher-Vergleich an, wie das Soundsystem jetzt gerade so klingt. Ja, und sowas ist natürlich immer sehr schwer jetzt über so Lautsprecher, über Videos wiederzugeben, aber ich habe hier ein halbwegs vernünftiges Mikrofon dran und ich mache jetzt einfach mal hier so einen No Copyright Sounds Song an, den wir später dann auch nochmal anmachen können. Und ja, hört es euch einfach mal an und ich werde einfach die Lautstärke hier ein bisschen verstellen, kriegt man vielleicht so einen groben Eindruck dafür. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. Ja, also ich meine, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil so klingt das gar nicht mal so schlecht, weil da jetzt nicht so wirklich viel Bass drin ist. Aber was man halt auf jeden Fall merkt, dass das auch einfach nicht gleichmäßig ist. Also so bei Lautstärke 20 sind da so gar keine Höhen drin. Und wenn man dann auf Lautstärke 30 geht, sind es auf einmal viel mehr Höhen. Also es ist echt komisch. Vor allen Dingen, weil ich hier, können wir kurz in das Menü gehen. Ich habe hier unter Audio, Bass habe ich sogar auf minus 1, Travel auf plus 2. Fader auf 2, also das etwas mehr vorne ist. Und X-Bass habe ich on. Das ist nämlich so ein Ding, das irgendwie den Bass noch verstärkt. Und ohne das ist einfach gar kein Bass in den Lautsprechern so drin. Glaub mir einfach, es klingt ziemlich hohl, es klingt nicht so ganz voll. Und ich denke, das sollten wir damit auf jeden Fall beheben können. So, die Installation ist jetzt tatsächlich fertig, in Anführungsstrichen. Wir fangen mal ganz vorne an. Hier ist das Pluskabel, wie man vielleicht sieht. Das ist jetzt noch nicht an der Batterie, aber das kommt dann direkt an das Plus der Batterie. Und das verläuft hier unten durch. Also direkt unter dem Batteriekasten ist so ein kleiner Gummianschluss, wo man das durchziehen kann. Und das verläuft dann quasi von da oben, kommt das rein und geht dann hier das ganze Auto entlang. Was hier auch entlang geht, ist der eine Lautsprecher, der hier ist. Den hatten wir letztes Mal auch schon eingebaut. Und dafür auch die neuen Lautsprecherkabel. Das verläuft, wenn ich jetzt mal hier kurz reingucke, also ich weiß nicht, ob man sieht, da sieht man es vielleicht, da verläuft sowohl das Lautsprecher als auch das Pluskabel, läuft jetzt hier hin. Wäre natürlich besser, wenn das Pluskabel jetzt komplett separat wäre, aber ich meine, so viel Platz hat man jetzt hier auch nicht. So, und von hier hinten kommt jetzt wieder Plus und Lautsprecher. Hier sieht man jetzt auch nochmal das Pluskabel. Kommt hier entlang. Und das geht jetzt hier hinter der Rücksitzbank und hinter diesem Schaumstoff hier oben in dieses Loch rein. Und das kommt dann hier oben wieder raus, also genau da hinten. Das ist da dieses Loch. Und hier ist jetzt der Verstärker. Noch ist er nicht montiert, der kommt dann aber später hier oben quasi an die Heckdeckel von innen so mit dran. Und jetzt haben wir hier, wie man sieht, die ganzen Lautsprecherkabel. Die Lautsprecherkabel zu den hinteren Lautsprechern sind natürlich jetzt sehr kurz, weil der ist halt da und da oben ist der andere Lautsprecher hier hinten. Und da sind dann halt die Kabel, also Plus und das für den rechten Lautsprecher gehen da hinten durch. Für den Lautsprecher hinten rechts geht es direkt hier vorne durch. Und für die linke Seite haben wir jetzt Cinch und für den Lautsprecher links die ganzen Kabel verlegt. Auch genauso durch ein Loch da hinten durch, sieht man vielleicht. Also es kommt dann genauso hier hinter der Rückbank her und verläuft dann hier unten das Cinch-Kabel. Da ist auch automatisch das Remote-Kabel mit drin. Und halt das Lautsprecherkabel für den Lautsprecher vorne links. Und der ist, wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, hier vorne, da wo er auch vorher war, hier vorne halt einfach direkt hinter dem Türöffner. Und die Kabel sind halt hier
dran verlegt. Und ja, es ist wie gesagt alles verlegt. Aufgeräumt wird gleich noch und die ganzen Sachen zusammengebaut. Jetzt wollen wir erstmal den Strom anschließen und gucken, ob es überhaupt funktioniert. Weil das alles jetzt zusammenbauen, bevor es überhaupt funktioniert, wäre jetzt ein bisschen blöd. Und wie man sieht, es regnet die ganze Zeit, deswegen habe ich jetzt auch nicht so wirklich viel aufgenommen. Das ist jetzt echt nicht so angenehm gewesen hier. Das ganze Auto ist von innen und außen komplett klitschnass. Aber naja, wir probieren es jetzt mal und dann gucken wir mal, wenn es funktioniert, dass wir dann wieder alles zusammengebaut kriegen. So, wie man vielleicht sieht, ist es der nächste Tag. Es regnet momentan nicht. Gestern hat es wirklich den ganzen Tag durchgeregnet. Aber wir haben trotzdem durchgezogen und das alles installiert. Ich würde sagen, ich zeige das jetzt nochmal so ein bisschen. Vielleicht sieht man jetzt auch ein bisschen mehr nochmal, wie das Ganze jetzt wirklich funktioniert. Alles in Ruhe. Eine Sache habe ich nämlich auch vergessen, wie das Minuskabel angeschlossen ist. Aber wie gesagt, hier ist das relativ easy. Das Pluskabel ist hier oben am Pluspol der Batterie. Hier unten ist ein kleines Loch in dem Batteriekasten. Das ist das Einzige, was wir hier irgendwie so richtig permanent modifiziert haben. Und das geht dann unten und direkt in den Fußraum vom Beifahrersitz hier. Und jetzt sieht man auch schon, dass man es nicht mehr sieht. Und zwar kommt das Kabel ziemlich genau direkt unter dem Handschuhfach da vorne raus. Und das verläuft dann, wie gesagt, hier unten durch diese Säule durch. Genauso wie das Lautsprecherkabel für den Lautsprecher, der direkt hier vorne sitzt. Das ist eigentlich ziemlich praktisch, weil die Lautsprecher genau da sitzen, wo wir die Kabel herverlegt haben. Auf der Seite ist das Cinch-Kabel und das Lautsprecherkabel für links. Und hier ist das Plus-Kabel und das Lautsprecherkabel für rechts. Und wie gesagt, die liegen genau da, wo die restlichen Teile liegen. Deswegen musste man da jetzt gar nichts irgendwie neu verlegen oder irgendwie das doppelt verlegen. Das war eigentlich echt ziemlich angenehm. Ja, und entschuldigt bitte hier die ganzen Unordnung. Ich muss das Auto noch aufräumen und wieder aussaugen. Das ist noch nicht ganz fertig geworden gestern Abend. Gut, und dann gehen die Kabel halt hier durch und unter dem Ding hierher und hier quasi hinter der Rückenlehne rein und kommen dann, wie ich auch gestern schon versucht habe zu zeigen, jetzt sieht man es aber vielleicht doch noch ein bisschen besser, die kommen dann da oben wieder raus aus dem Loch da. Und dadurch ist eigentlich das Coole, dass dann das hier oben ein bisschen gehalten wird von dieser, ja, von dieser Unterstützung, und momentan liegt der Verstärker einfach nur in dem Korb drin, dass der hier nicht so ganz durch die Gegend fliegt. Den werden wir aber jetzt gleich richtig montieren, dafür habe ich auch schon eine Lösung. Dann natürlich das Lautsprecherkabel für vorne rechts geht natürlich auch hier entlang und das Lautsprecherkabel für jetzt hinten rechts geht auch hier vorne entlang, weil ne, der Verstärker ist hier oben, also das ist jetzt nicht so weit. Genauso natürlich für hier hinten links, da ist das Lautsprecherkabel genauso hier angeschlossen und dann direkt hier an den Verstärker mit dran. Und wie gesagt, das Cinch-Kabel geht auch, wie man sieht, hier gehen auch wieder zwei Kabel, also das geht auch mit da hinten entlang. Und die Erdung haben wir uns hier links geholt. Hier ist nämlich so eine kleine Fläche, wo man ein bisschen Platz hatte. Da habe ich einfach eine kleine Fläche abgeschliffen und dann eine Schraube mit Mutter zwischen gemacht. Und so ist hier auch das Erdungskabel ziemlich gut dran. Und der Verstärker kommt jetzt, wie gesagt, hier oben links dran. In der Mitte geht leider nicht, weil in der Mitte ist hier irgendwie das ein bisschen ungleichmäßig. Hier ist nämlich auch dieser ganze Schlossmechanismus und so, das geht nicht. Hier rechts ist auch ein bisschen blöd, weil da die Lampe ist. Deswegen hier links. Wie man sieht, hier ist eine schön glatte Fläche. Und hier werden wir gleich Gewinde-Nietmuttern reinmachen. Also im Endeffekt so, ja, Nieten mit einem Gewinde drin. Dafür habe ich mir die Zange jetzt schon gekauft. Die werde ich gleich im Baumarkt abholen. Und dann machen wir hier vier Löcher rein, vier Nieten da rein und dann mit vier Schrauben befestigen wir das ganze Ding. Hier am Verstärker sind nämlich hier solche Schlitze, wo man dann halt den an allen vier Seiten jeweils befestigen kann. Und das ist, glaube ich, die beste Befestigungsmethode. Dann ist das Ding wirklich von unten nach oben hier dran. Dann sieht man das nicht, dann ist das nicht im Weg. Und dann werde ich die Kabel auch noch mal ein bisschen schöner verlegen und auch irgendwie so ein bisschen zusammen organisieren mit Kabelbindern und so. Und dann kommt auch hier der ganze Kofferraum wieder rein, der jetzt hier gerade einfach nur so rumliegt. Ja, und wie gesagt, das gleiche geht natürlich auf der anderen Seite weiter. Also hier kommt dann halt das Cinch und vorne links Lautsprecherkabel, läuft hier genauso entlang. Auch genauso hier unten entlang und dann halt hier oben rein. Die Cinch-Kabel laufen dann einmal quer hier unter dem Lenkrad runter her und hier oben zum Radio hin. Und ja, das Lautsprecherkabel für hier vorne links bleibt natürlich hier vorne links. Ja, und was den Sound angeht, klingt das Ganze auch schon deutlich, deutlich besser. Viel gleichmäßiger als vorher, auch schon bei niedrigeren Lautstärken. Allerdings muss ich das Ganze noch etwas einstellen, weil jetzt kann man ja am Radio und hinten am Verstärker Sachen verstellen und das habe ich noch nicht richtig hingekriegt, dass das perfekt klingt. Ich denke allerdings auch, dass ich vielleicht nochmal ein anderes Radio mir hole, weil ich habe schon das Gefühl, dass das Radio von Audioqualität nicht so wirklich gut ist und es wäre vielleicht keine schlechte Idee, das, naja, ein etwas besseres Radio zu nehmen. Aber das können wir immer noch schauen. Ich glaube, ich werde es auch mal probieren über den USB-Stick hier, ob vielleicht über Bluetooth die Qualität einfach nur so schlecht ist.
Aber naja, wie gesagt, funktionieren tut alles. Direkt beim ersten Versuch einfach eingeschaltet und hat alles geklappt. Das Remote-Kabel ist, wie ich ja schon am Anfang gesagt hatte, mit dem Cinch-Kabel zusammen. Die sind zusammen verlegt, auch nach hinten. Und was ich jetzt auch nochmal zeigen wollte, ist, dass ich wirklich jede einzelne Verbindung nicht nur einfach gesteckt habe in diese Stecker, sondern die sind auch alle einzeln nochmal zusammengelötet und mit Schrumpfschläuchen drüber. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt erkennen kann, aber die Lautsprecherkabel selber sind alle in diesen Steckern hier drin und diese Stecker sind alle nochmal verlötet und nicht nur zugeklemmt, weil so kann sich das dann einfach nicht lösen. Das ist vorne, hinten an den Lautsprechern für den Strom, die sind alle verlötet und zusammengeklemmt, sodass das wirklich sich nicht aus Versehen irgendwie rausziehen kann oder so. Und jetzt fängt es tatsächlich schon wieder an zu regnen. Das heißt, ich werde jetzt gleich zum Baumarkt fahren und mir diese Nietzange kaufen und dann werden wir hier den Verstärker im Endeffekt genau so, wie er jetzt auch gerade ist, so hier unten drunter montieren, die Kabel noch mal etwas schöner verlegen und dann sind wir auch erstmal damit fertig. Dann geht es nur noch an das Einstellen und dann können wir das Soundsystem schon so genießen. So, ich war jetzt gerade beim Baumarkt und habe mir hier so eine Zange geholt. Damit kann man jetzt diese Nieten da reinhauen. Kostet jetzt 49 Euro. Ich meine, bei Amazon kostet so eine 47 Euro. Also ganz ehrlich, dafür warte ich dann nicht. Die Verpackung ist ja schon so ein bisschen durchgenudelt, aber ich meine, immerhin, wenn das Ding funktioniert, ist mir das auch ziemlich egal. Ich fahre jetzt noch kurz das Auto ein bisschen sauber machen und dann werden wir später zu Hause hiermit mal vier Löcher oben reinbauen. Beziehungsweise habe ich das gerade mal genau nachgeguckt und da ist gar nicht genug Fläche für vier, sondern nur für drei. Aber ich denke, das sollte trotzdem reichen, wenn man den Verstärker mit drei Muttern befestigt. Und ich habe es jetzt schon ein bisschen an Einstellungen rumgespielt und es klingt jetzt schon massiv besser. Man muss einfach, das war ganz wichtig, beim Handy die Lautstärke runter machen und im Verstärker den Gain hochschrauben. Ich meine, jetzt rauscht das zwar so ein bisschen, aber es klingt massiv, massiv besser. Und ja, wie gesagt, ich fahre jetzt kurz das Auto waschen und dann machen wir gleich weiter. Werde, ist so ein Schwamm hier. Das ist jetzt so ein Aufsatz für diese Bürstenkopfe hier. Wenn man damit so an seinen Lack rangeht, dann muss man das Auto schon wirklich hassen. Hiermit ist es eine relativ schonende Reinigung. Also ist natürlich nicht ansatzweise so gut wie jetzt eine richtige Reinigung mit vernünftig per Hand. Aber es ist relativ schonend und wenn jetzt hier ganz kleine Kratzer reinkommen, ist eh egal, weil das Auto muss früher oder später eh nochmal richtig poliert werden. Der ist vom Lack echt nicht gut. Deswegen ist das jetzt nicht das Ende der Welt, wenn hier ein, zwei kleine Kratzer reinkommen. Und wenn man dann auch eine Münze reinschmeißt und diesen Bürstenmodus nutzt, dann kommt ja auch noch ja, ständig frischer Schaum raus. Wie man sieht, ich habe jetzt schon Schaum wieder aufs Auto drauf gemacht. Und jetzt gehe ich hiermit einfach mal das ganze Auto entlang und glaubt mir, das funktioniert echt. We'll be right back.
So, und das ganze Soundsystem ist jetzt fertig installiert. Ihr habt ja jetzt im letzten Clip gesehen, wo ich den Verstärker hinten montiert habe. Und es ist auch echt ziemlich gut geworden mit diesen Motoren, da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Ist richtig stabil montiert, ist sauber montiert, es ist oben komplett aus dem Weg. Stört so nicht, merkt man nicht und nimmt auch eigentlich gar keinen Platz weg. Die Kabel sind auch alle richtig clean verlegt, da kann man auch nichts sagen. Und ich hatte jetzt auch schon ein bisschen Zeit, um so ein bisschen mit den Einstellungen rumzuspielen. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, wie man sowas einstellt oder wie man da noch irgendwie was verbessern kann, dann sagt mir gerne Bescheid. Weil das Problem ist, dass ich jetzt hinten am Verstärker den Gain, also die Verstärkung, quasi schon fast auf ganz voll habe. Weil sonst ist das sehr leise, das Radio. Das ist irgendwie komisch. Also für mich scheint jetzt die beste Kombination zu sein, am Handy die Lautstärke etwas runterzustellen, so auf 3/4. Am Radio auf ungefähr Hälfte und am Verstärker fast auf voll. Das scheint so die beste Audioqualität zu sein, aber wie gesagt, ich bin da kein Experte. Wenn da jemand noch irgendwelche Tipps hat, wie man sowas besser einstellen kann, gerne raushauen. Allerdings, wie gesagt, werde ich wahrscheinlich ein anderes Radio einbauen, weil das ist irgendwie komisch. Diese komische Lautstärken-Einstellungsproblem, dass so die Höhen einfach, wenn man relativ leise hört, so gar nicht da sind und umso lauter man dreht, umso mehr kommen die Höhen raus. Das ist irgendwie ganz komisch. Aber es klingt massiv besser als vorher. Das ist ein Tag- und Nacht-Unterschied. Das ist wirklich heftig. Also an sich vom Sound hat man viel mehr Volumen, viel mehr Bass. Also jetzt hat man überhaupt Bass. Vorher war das eher so ein, als würde einer auf so ein, weiß nicht, auf so einen Karton einfach draufhauen an Bass. Und jetzt haut man auf eine Trommel drauf. Also es ist schon besser. Klar, mit einem richtigen Subwoofer wäre das noch was anderes. Aber dann hat man auch schon wieder sehr viel Platz, der verschwendet wird und so, und weiß ich nicht. So finde ich das auf jeden Fall cool. So nimmt das jetzt im Endeffekt gar keinen Platz weg. Das ist von innen komplett original, das Auto. Man sieht nichts. Das ist wirklich richtig gut. Und es klingt gut genug, dass man sich jetzt darüber nicht beschweren kann und Spaß haben kann beim Musik hören. Und vor allen Dingen, was für mich auch eine große Sache ist, wenn man auf einer Autobahn fährt, muss man ja tendenziell das Radio ein bisschen lauter stellen oder jetzt die Musik ein bisschen lauter stellen. Und da war vorher das Problem, dass das dann sehr schnell übersteuert hat, weil das dann einfach das Radio selbst jetzt nicht genug Power hat, um die Lautsprecher bei der Lautstärke zu betreiben. Und das ist jetzt ohne Probleme möglich. Also selbst bei 160, 170 kann man das Radio immer noch laut genug stellen und die Lautsprecher arbeiten sauber und man hört noch vernünftig den Sound. Das ist wirklich deutlich besser als vorher noch. Also viel sauberer der Sound und auch viel lauter. An sich ist die Lautstärke mir jetzt nicht so wichtig. So, ich stelle das Auto jetzt nirgendwo hin mit Türen auf und benutze das so als Boombox. Aber dass man halt auch bei höheren Geschwindigkeiten noch vernünftig hören kann, ist auf jeden Fall ganz nice. Und wie gesagt, auch bei niedrigeren Lautstärken der Sound deutlich besser. Allerdings immer noch so ein bisschen ungleichmäßig, aber wie gesagt, ich vermute, dass das am Radio liegt. Da würde ich ganz gerne nochmal irgendein anderes probieren. Wenn ihr da irgendwelche Empfehlungen habt, welches Radio für sowas jetzt ganz gut wäre. Ich meine, im Endeffekt brauche ich eigentlich nur Bluetooth, der Rest ist mir scheißegal. Und wenn es auch diesen orangen Look hat wie die originalen BMW-Sachen, wäre natürlich tendenziell vorteilhaft. Wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm. Wenn ihr da irgendwelche Empfehlungen habt, was das so zutreffen könnte, dann schreibt mir die gerne mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir hören uns das Ganze jetzt mal an, wie das jetzt klingt. Was man vielleicht auch sieht, ich habe mir hier das Ganze selber gebaut. Das ist so ein kleiner Adapter. Also die Platte ist 3D gedruckt und das ist so ein 12-Volt Adapter. Und jetzt hat man hier USB-C und zweimal normal USB. Und das ist Quick Charging, 60 Watt kann man jetzt hier rausziehen und das ist sehr, sehr clean geworden, finde ich. Ich überlege tatsächlich auch, ob ich das verkaufe, also diese Kits hier sozusagen, dass man sich das selbst einfach nur anschließen kann und das so als fertiges Kit verkaufe, weil das sieht schon echt ziemlich nice aus. Das ist jetzt nicht so wunderschön lackiert, das würde ich nochmal etwas schöner machen, aber ist schon auf jeden Fall nice, weil so kann man sein Handy hier sehr schnell und sehr sicher, sehr gut laden und das sieht halt einfach original aus, es stört nicht. Das ist schon wirklich nice. Aber wir machen jetzt mal kurz die Zündung an. Dadurch geht nämlich das Ding dann auch an. Wie man sieht, na, wohl sieht man jetzt kaum, aber es sind leider LEDs drin. Aber ich meine, so sieht man den Anschluss dann zumindest. Und jetzt hört man das auch schon, das rauscht halt so komisch, das Radio. Also ich meine, das ist jetzt im Radiomodus, aber auch wenn ich jetzt hier auf, weiß nicht, irgendwas anderes gehe, auf Aux-In, da ist jetzt nichts. Und es rauscht trotzdem. Also es ist irgendwie komisch. Und es kommt auch immer so ein Knacken, wenn man hier rüber wechselt. Also das liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt die Verstärkung so laut habe. Aber naja, wir machen jetzt einfach mal das gleiche Lied an, was wir am Anfang an hatten. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze klingt. So, dann machen wir jetzt mal das gleiche Lied an. Und wie gesagt, das rauscht leider relativ stark. Aber wenn man die Musik anhat, dann kriegt man das eigentlich kaum noch mit. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.
leiser machen. Also ich weiß jetzt nicht, wie gut man das jetzt gehört hat, aber es ist wirklich ein riesiger Unterschied. Die Lautsprecher haben viel, viel, viel mehr Volumen. Es klingt massiv besser. Und ja, ich weiß, natürlich wäre ein besseres Setup, wenn man die Lautsprecher noch mitbenutzen würde und einen Tweeter noch da oben hin machen würde. Klar, das wäre alles noch viel, viel besser, gar keine Frage. Aber ich finde das so, wie gesagt, ganz nice, weil man sieht die Lautsprecher unten halt einfach nicht. Die sind komplett in den originalen Positionen, genauso wie hinten sind die auch in den originalen Positionen. Und Soundsystem ist halt einfach so ein Ding, da kann man, klar, da kann man jetzt voll übertreiben, kann man noch 3 Subwoofer sich in den Kofferraum klatschen und hier 40 Lautsprecher an jede Tür dran machen. Klar, geht alles, aber so ist das, sag ich mal, so eine Stelle, wo das Musikhören Spaß macht und wo man jetzt hier nicht unnötig viel Geld ausgegeben hat und das eine ganz gute Balance ist, würde ich einfach sagen. Ja, und das war's dann tatsächlich auch schon mit diesem Video. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, für was ich noch an dem Radio irgendwie einstellen könnte oder was für ein besseres Radio sich hierfür eignen würde, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr generell Interesse an diesem ganzen Stuff hier habt, ist alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, wie gesagt, diesen Ladeadapter, denke ich tatsächlich drüber nach, ob ich den mal irgendwie so verkaufe oder so anbiete, weil ist schon ziemlich cool und ich könnte mir vorstellen, dass viele andere mit dem E36 das auch haben wollen würden. Aber ja, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann könnt ihr auch gerne ein Like und ein Abo dalassen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.